Ja, schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Ralf Zwengel. Ich darf Sie im Namen der Heinrich-Böll-Stiftung Hessen herzlich willkommen heißen. Heute Abend zur Vorführung des Films The Trial, der russische Staat gegen Alex Sentsov. Der Film ist, wie Sie, viele von Ihnen wahrscheinlich schon wissen, bereits auf der Berlinale in diesem Jahr gelaufen und auch in Hessen auf dem Filmfestival Go East, dessen neue Leiterin heute hier neben mir steht. Ich bin auch sehr froh, dass wir den Film heute Abend auch in Frankfurt vorführen können und entsprechend darüber diskutieren können. Es ist, auch wenn sich an der Misere für Oleg Sentsov nicht wirklich was geändert hat, trotzdem wichtig und die internationalen Proteste gleich schon 2014 nach seiner Entführung, Verhaftung und Verurteilung haben das nochmal deutlich gemacht. Es ist unbedingt notwendig und wichtig, dass das Schicksal dieser Menschen, um die es im Prinzip ja hier stellvertretend heute Abend geht, im Bewusstsein der öffentlichen Meinung erhalten bleibt. Deswegen sind solche Veranstaltungen wie diese hier heute Abend sehr wichtig. Und ich freue mich natürlich besonders auch in die Gesichter vieler junger Menschen heute Abend blicken zu können, weil das am Ende auch entscheidend ist, ob so eine Frage eine Generationenfrage oder eben eine generationenübergreifende Frage am Ende bleibt, wie wir mit den Menschenrechten und wie mit der Demokratie umgegangen wird. Deswegen herzlich willkommen nochmal. Ich möchte mich sozusagen, also nicht nur sozusagen für die Filmvorführung heute Abend nochmal bedanken, sondern auch bei unseren drei Kooperationspartnern, dem Filmmuseum, dass wir es heute Abend hier überhaupt hier organisiert bekommen haben, bei Go East natürlich, und insbesondere möchte ich mich natürlich bei Marie-Louise Beck bedanken. Wie Sie vielleicht der Presse entnommen haben, gestern Abend fand in Berlin die Eröffnung des Zentrums Liberale Moderne statt, wo unser ehemaliger Böll-Vorstand der Bundesstiftung Ralf Füchs und Marie-Louise Beck eben an führender Stelle tätig sind. Und Ralf Füchs hat gestern Abend bei der Eröffnung folgenden Satz über ein aktuelles Thema, was uns auch alle betrifft, in diesem Zusammenhang gesagt. Dort hat nämlich gefordert, ich zitiere hier laut Taz, die Jamaika-Sondierer auf, der Russland-Lobby in Deutschland zu trotzen und an den Sanktionen festzuhalten. Das ist nämlich am Ende der entscheidende Punkt. Machen wir einfach sozusagen im Stil einer Sonntagsrede darauf aufmerksam, dass hier Menschenschicksale mit Füßen getreten werden, oder hat das auch handgreifliche Konsequenzen? Das ist, glaube ich, eine der Schlüsselfragen auch für die Regierungsbildung, die wir in der Bundesrepublik im Augenblick haben. Oder möglicherweise werden es auch Neuwahlen, das wissen wir alle noch nicht so genau. Jedenfalls, was Oleg Sentsov betrifft, die letzten beiden Briefe, die ich gelesen hatte, die öffentlich gemacht wurden, aus dem Gefängnis rausgeschmuggelt. Dort macht er sich, ich weiß nicht, ob es sozusagen so eine Art von Selbstmutmachung ist, aber ein gewisser Humor wird eben auch sehr deutlich, wenn er sich über die russische Reiseagentur des russischen Gefängnisdienstes amüsiert, so dass er jetzt die letzten Jahre immerhin die Gelegenheit hatte, die großen Flüsse der russländischen Föderation kennenzulernen. Sie karren ihn ja praktisch ständig durchs Land, und das wird sicherlich später auch noch ein Thema sein. Das hat natürlich einen gewissen Sinn und eine gewisse Methode, die wir nachher, glaube ich, intensiver nochmal besprechen sollten, was der ganze Sinn von solchen Verfahren eigentlich ist. Ich möchte es dabei jetzt auch bewenden lassen. Wir werden es gleich intensiver noch besprechen können. Freue mich, dass Sie heute Abend hier sind. Ich wünsche Ihnen einen lehrreichen Abend und hoffentlich auch einen engagierten Nachhauseweg. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Auch ich möchte Sie noch ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Helene Gerritsen. Ich leite das Festival des Mittel- und Osteuropäischen Films Go East in Wiesbaden. Bevor wir jetzt den Film schauen, möchte ich Ihnen noch kurz erzählen, warum wir als Festival uns ganz besonders mit dem Schicksal Oleg Sentsovs verbunden fühlen. In 2012 lief nämlich sein Debüt-Langspielfilm bei uns im Wettbewerb. Zwei Jahre später wurde Oleg verhaftet. Und dass, wenn man so persönlich mit einem Filmemacher verbunden ist, wenn man dessen Werk kennt und wenn man dann erfährt, dass er aus der Ukraine verschleppt wurde nach Russland und plötzlich im Mittelpunkt steht einer internationalen Affäre, ja, da
da ist man natürlich persönlich sehr betroffen. Deswegen möchte ich mich auch nochmal bei der Heinrich-Böll-Stiftung herzlich bedanken für die heutige Veranstaltung. Nach dem Film, den wir übrigens im russischen Original mit englischen Untertiteln schauen werden, wird noch ein Gespräch stattfinden. Erstens einmal ist, wie schon angekündigt, Frau Marie-Louise Beck aus Berlin angereist. Herzlich willkommen. Und zweitens, wir werden den Produzenten des Films dazu schalten. Der ist heute transatlantisch, der ist gerade in den Vereinigten Staaten, wo es gerade, glaube ich, fast 3 Uhr nachts ist. Ich hoffe also, dass das alles klappt. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen Film. Bis nachher. Ich glaube, wir setzen uns kurz hier vorne. Dann kriegen wir gleich den Laptop und dann können wir mit Max zusammen ein bisschen sprechen. Sie sehen dann den Produzenten hier auf der Leinwand und können sich dann auch ins Gespräch einmischen. Das Gespräch mit dem Produzent wird auf Englisch sein. Falls es Bedarf besteht, wir haben ja auch den Film mit englischen Untertiteln geschaut, also von daher nehme ich an, dass es da keine zu große Verständnisschwierigkeiten gibt oder falls wir übersetzen müssen, dann sagen Sie Bescheid. Sie können Ihre Fragen übrigens gerne auf Deutsch oder auf Russisch stellen, dann übersetzen wir für den Produzenten. Aber bis dahin fangen wir vielleicht einfach schon mal an. Also Sie verfolgen das Schicksal von Oleg Senzow auch schon seit langer Zeit. Da ist auch schon der Max. Hi Max, how are you? Okay, the sound is not there yet. Пойди купить себе бутерброд с икрой, но это не главное, ты же не ради этого снимаешь кино. Хорошо бы с вами поговорить лет так через 20-30. И какого мнения вы будете тогда? Can you hear us? Okay. Yeah. Yeah. Okay, so be patient with us. We're getting warmed up. So we'll continue the conversation in English then. I mean, you can hear us and then you respond once everything is up and running. Marie-Louise Beck, you have been following the fate of Oleg Sentsov very closely, and you also received some more news about how he's doing right now, and unfortunately it's not good news. Would you care to share that with us, please? Yes, I think there's really a big difference between the message which you get when you look at Oleg in this movie, where he's very strong. I think the strongest sign is the patience being in that cage. And I know that since I've been in Russian courtrooms very, very often, especially in the trial against Mikhail Khodorkovsky and Platon Lebedev. And this is something where you somehow physically get the feeling you would want to scream, because it is unbelievable to see a courtroom where the judge is looking out of the window. Actually, they are not there. And you can tell by the way they look that they are not there. They're just sitting there like a puppet, and the decisions, what they have to do, how they decide, are being made outside and then handed over to them. It's the so-called telephone justice from, yes, Soviet times. So
being put into a cage with soldiers wearing those bullet vests where nobody, of course, is going to shoot, having those huge dogs. I mean, it's a totally weird scenario. And Ashley, I often said, I had the feeling if they would put me in there, I would start to scream. And the strength of a person is to keep in there and to show them you're not getting me. I'm so strong, no matter how hideous it is what you're doing out there, you're not getting me. You can't touch me. Max, I'm sorry, we'll have to call you again. So we will just... Okay, so I'll go on. And that is how the movie ends. And you get the feeling, okay, they might keep him for a year or two, then the public pressure might be big enough and he will be able to go through it. Now, obviously, the pressure on him and the way they are treating him is so bad that the letter he sent when he was transported from this place, which is being announced here, 6,000 kilometers away in the far east, they now have decided to deport him to another gulag, which is even further north, and is supposed to have even worse conditions than has been where he has been now. And we know from the system, the prison system and the gulag, that the time when they are transporting people who are in jail are the most dangerous times, because it's not putting them into a green car like we remember them from Germany, you know, and transporting them from one place to the other. It means going on the railroad, on the railway, and being disappeared for weeks. And this is the most dangerous time for people, because there is no contact with the lawyers, not with the relatives. You don't know what's happening there. So we do have a letter from this time in between, and this is already very pessimistic and very sad. I have it here. I have a translation, but maybe we can post the link on the internet. And yesterday we got even worse information that due to this transport for several weeks in an unheated railway, he has a very strong rheumatism and his heart is not working well anymore. So today, maybe I should tell you that also, today is the day when Sergei Magnitsky died. It's the 16th of November. And some of you might know his story, that he was deliberately brought to death in custody. Well, he didn't get the medical attention that he needed. Yes. Mm-hmm. And so I'm really now starting to get afraid that they want to kill Oleg also. And you've seen that part when the filmmaker is asking Putin to have a great heart. So it proves that Putin knows very well about the case. So... Yeah. Yeah, Max, I think we finally got you too. We've got sound from your end. Oh, were you able to follow the things that we've been discussing? Yes. Yes. Yeah. Would you like to comment? Well, everything that was said is true. Like when he was in Yakutsk, his first place of imprisonment. Like you could see that in the end of the movie, of the film, like all these snowy, cold landscapes, and everyone was so surprised, you know, to see these, you know, really Siberian conditions. But everyone would ask how Oleg felt in Yakutsk, and he was treated pretty well there.
because it was considered, it is considered kind of liberal prison for Russia, and he was allowed to read books, you know, and like he was treated pretty well. Right now, he's transferred from that liberal prison, he's transferred somewhere else, and his lawyer, he just came back a couple of days ago from that prison, and he's saying that it's now it's completely different, and you know, the conditions are more severe, and well, we don't know what's going to happen next. Well, hopefully we'll be able to attract more attention to his situation now, but you know, we've been trying to do that, all of us, we've been trying to do it for many years, and we can see how it works or doesn't work with the Russian government. They just do the opposite. Well, so, maybe, may I step in? The problem is that the Russian government, and they are really, they know how to be mean. You know, this is what they have learned, being KGB and FSB. They know how to be mean. We, of course, try to do as much rallying as possible to get as much international solidarity and awareness as possible. What has happened? On his birthday, on Oleg's birthday, the foreign minister Klimkin tried to call him in jail. And the girls of Pussy Riot made a performance. Yep. So obviously, the sign they send now, you guys, you might as well go on with your solidarity movement, and Oleg is going to pay for it. You know, and it is dirty and mean. And this is the way how the system works. It is just mean. It is cynical and mean and cold-blooded. And in the end, it makes you ask, what is the best to do now? You know, should we ask Gerhard Schröder? You know, should we? Yeah. Is the last we have is to ask Gerhard Schröder, will you please be so nice as to save Oleg Sentsov's life? Yeah, that's really. Yeah, I'm like, I just want to add a couple of words. In Russia, so many people blamed Pussy Riot for what happened with Sentsov, that he was transferred from this prison to another, which is like completely wrong, like because it's not Pussy Riot who put him in prison. And but it's like it's kind of Russian mentality in many ways. Like they are so afraid of the government, of the authorities, they just try to step back and, you know, let the Tsar do whatever he wants. Max, the film has not yet been shown in Russia. Can you tell us why and what the plans are for the direct future? Well, we have a plan to show it in Russia. We'll announce it probably next week or like 2 weeks. We are trying not to disclose all the details because we're afraid there's going to be some measures against this screening, because it's going to be kind of very bomb evacuations and theater like exactly that. You know, like when 2 years ago we showed our film My Friend Boris Nemtsov about the assassinated Russian opposition politician who was killed near the Kremlin, there was a special screening, and on that day police with dogs came to search the theater just like to show, like, and then they were asking for the screening certificate, which the festival didn't have to have because it was an Estonian film. It's Russian bureaucracy, but procedures and doesn't matter. But, you know, they did that. It was the only film that they tried to, you know, to where they tried to show these intimidation measures. But this is very FSB tactics. That's what they like to do, like, you know, to intimidate people with, you know, with such small things. But so this is why we're afraid that something's gonna might happen at this screening if the you know, the word about this screening reaches the administration of the president. So let's see.
My impression is also that the cultural climate for directors, for filmmakers, is getting worse at the moment. For a while, it seemed that for the Russian government, these artists, they weren't that important. They were just a small group. They were not dangerous. But now, all of a sudden, there's not just Oleg Sentsov. There's others as well. There's Kirill Serebrennikov. Who was indicted with fraud, a very dodgy case as well, and there are other examples. What is your impression of how the situation is developing? It's a logical continuation of the process that started in 2012 when the protests began in Russia, because before that, during the previous terms of Putin's reign, there was kind of a social contract between, you know, the intellectuals and artists and the government. Like, you know, like, you can do whatever you want, and you'll be getting money and whatever. But in 2012, when Putin announced that he's gonna be running his campaign for the third term, all these people, intellectual, they took the streets and started protesting. In Putin's mind, it was probably a breach of the contract. And, you know, since then, the crackdown started. You know, if you compare the early years of the Putin reign and whatever is happening now, it's, you know, two different things. He was talking about the West, you know, liberal values and whatever. Now it's, well, it's something like very scary. And, you know, he's, you know, the first adopted the, you know, those laws against, you know, anti-gay law and like so on and so forth, anti-protest laws, anti-protest rally, like whatever. And, but the intellectuals, they kept, you know, they still kept protesting. And they started protesting even more through the ways they, that were available to them, like their art, like Kirill Serebrennikov, because his last film, The Student, was very, very critical about the social, cultural environment in Russia today. And, you know, so it keeps going on. And with this new Minister of Culture, who is not really Minister of Culture, but Minister of Propaganda. Ivan Medinsky. Yeah, yeah, exactly. And like, because he has no understanding what art is, and he has only understanding what is right to build the right image, as he sees it, and like what Putin approves, as he sees, is the correct history of Russia. And art doesn't matter anymore. And this is why they're trying to eliminate the most outstanding people in this area. They don't get money. Like Zagintsev, his last film was made with private money. There was nothing from the government, from the Ministry of Culture, which is the main, most, like, it's the only source of money in Russia. So this is quite ironic, because Russia did put it forward as the Oscar candidate for best foreign film. Well, that was surprising. I think there was a big debate within the the Oscar committee, but we'll see. Because like when Leviathan was nominated, and then it was in the shortlist for the Oscars, it was such a huge discussion in Russia. Like, it's not, I cannot even say it was a discussion. It was a fight if the Russia is shown the right way or the wrong way in that film. It was not about the film itself. We're so talking about the film Loveless by Andrei Zagintsev, which had its premiere at the Cannes Film Festival, and his previous film Leviathan won a Golden Globe. So the director is quite well known. His last film, as Max said, was completely made with private money and did not receive anything from the Ministry of Culture, because Leviathan was quite critical, and also Loveless is quite a critical film.
Before we continue to talk maybe also about the German-Russian connection and what we here can do, are there any questions from the audience for Max Tula, for the maybe about how the film was made? Or also gibt es irgendwelche Fragen aus dem Publikum für den Produzenten? Hello. I'd just like to ask, how difficult has it been to obtain a turning, what's it called, a permit for the Russian court? And did they know that you were making some kind of critical film? That's my question. Thank you. The question was, how difficult was it to obtain a permit for the court, and did they know that you were making it? To make what? To obtain a permit for the court, the scenes that were filmed in court, and did they know that you were making a critical film? It was not difficult. I mean, you saw at some points of the film how many journalists were there, so I don't think they care about, you know, art. They don't care much about documentary. They don't understand what it is and what impact it might have, especially, you know, when a filmmaker, as our director, just a guy with a camera comes in, and they don't understand what may come out of this. They don't understand that it might go to the Berlin Film Festival and then go around the world and might be seen. So these people are so far from, you know, these things, so they don't really care about that. But there were some certain rules, some restrictions in the court. You could see that we were not allowed in the courtroom, and Ascolt had to film the screen because all the journalists were staying outside. You were not allowed to film the judge, because it's the court martial. It's like, this is why he was taken to Rostov on Don, because there's only like three court martials in Russia, and like, because he's a terrorist, and he had to, you know, to be taken to this court with this such, these strict regulations. So we could not film the, you know, like whatever was happening, we could not film the witnesses. And Ascolt managed to film that witness when he was passing through the hallway, the one who, you know, who made this, that hidden camera footage. So, but in general, it was not that, like, real difficult. Okay. And maybe probably after this film, they will tighten it up and won't let people in the courtroom. Did you close down the Moscow office? You only have a Tallinn one now? We don't know. We haven't, like, we're Estonian producers. Okay. I saw another question. Yes, I'd like to ask about one scene about meeting with Mr. Putin and other officials. It was really, for me, a surprise when one official man, so I think there was a head of film industry, asked to release and start really discussion with Putin about this and these issues. And really, I'm interested in, do you know probably what did happen after this to this man and to other people who officially present their position? Like, at the end, we see the call of Oleg Sentsov to be Tapfer, you know, so like to say what you think, but how it's difficult and danger in Russia to present this position. And I was really impressed of this official man who starts such discussion with Putin. Interesting. So like, you're talking about the scene with Alexander Sokurov, right? I think, well, maybe I should answer in English. It's really, this is a scenery which is very common. It's nothing really exciting. Putin has different
circles which are publicly still announced to somehow give the impression to the society and also to the West that there is still somehow democratic debate. There is this commission for civil society. And those people who are call themselves and identify themselves as civil society, since years they have a discussion, shall we send our representatives to go there or not? Because again, it's difficult. If you say no, it means you don't even want to talk to Kremlin and to the government. If you go in there, of course, you might be used for a camouflage that there is a certain kind of democracy. So I'm very close to, since I'm working in Russia for many, many years, I'm close to those people who are the representatives. Some of them decided to go, some of them decided not to go, some of them have withdrawn meanwhile. This commission even had a speaker which was a personal aide to Putin for civil society. So for some years it was Ella Pamfilova, very brave person. We traveled to Chechnya together. She was going, we were going together into refugee camps. She was outspoken, tough woman. She resigned because she could not stand the pressure anymore, standing between Kremlin and Putin and those people in civil society. So she withdrew. And since a few years, there is a successor called Mr. Fedotov. He is a professor of law. He definitely is a morally very respectable person. But you can feel that actually he is afraid and his space to move is tiny. So we meet, for example, in the Petersburg Dialogue. We have this one group within the Petersburg Dialogue, which is called the Group for Civil Society, which is ridiculous because the whole Petersburg Dialogue is supposed to be a meeting of civil society, which it is not. But there is one group, civil society. So we meet there. Fedotov is coming from the Russian side. He's inviting people. He is trying to protect some of the people. But it is always with a gesture you see in this movie. It is Russian style. It is Soviet style. A citizen is asking the might, the president, may I please, yet Sovietish. Well, I would say it's Soviet style. You know, may I please, Mr. President, in former times they would have said General Secretary Brezhnev, may I please ask you to take into account that a Soviet leader would have to have a great heart, and so on. You know, it is not demanding a right. It is not saying it is unjust what is happening here. There is no rule of law. It's a political misuse of justice. It is asking a favor, in favor of somebody else. And you see how cold-blooded Putin is answering. He knows. He knows the case. He knows the answer. He doesn't care. You might say it is already brave to bring forward something like that. This is no problem. You know, in the opposite. This might even be used by Putin to show, for example, to the West, to those people who don't want to see how tough the Putin system is, it might even be shown that there is a possibility to ask, and Putin stays friendly. He's not becoming outrageous. Everything is fine. He says, well, unfortunately, the law has to decide. And it's all a big show. I do think Alexander Sokurov repeated
demand to release Alex Sentsov on stage sometime during a film festival. Was it Message to Men? I'm not sure. Max, what is his position right now? Sokurov's? Yes. Well, he keeps supporting Sentsov's case. He's been persistent in that for years. He's been doing that in many cases. But what I want to add to what we're talking about, this is real an imitation, and at this meeting, Sokurov had to play according to the rules that are really set for all these people who has to be there. They are it's not. It's very embarrassing, to be honest. You cannot fight. You cannot, insist. You can only beg the Tsar and talk like you're just, please, Your Majesty, would you be so kind? This is the way you have to talk to Putin. Otherwise, you're not going to be invited to any of these meetings anymore. And maybe I can step in here. And here is the question: what the West is doing? How do we act? Where is the sign of the West that, for example, the Football World Cup in 2018 will not take place? If there is such cynical, cold-blooded grabbing of people, but we are part of it because we are not speaking out, We are not speaking out. Today I read that Mr. Schröder again said how happy we can be that we have somebody as rational as Putin in the opposite to this silly Mr. Trump, his emotional silly Mr. Trump. And I don't see vital opposition to something like that. So again, I would say to a certain extent, we are in it. We are in it because, for example, if the football game would not take place in Russia, that would really be something that would hurt. We are not using those possibilities which we could have. I agree. Any other questions from the audience? Yes. I had already two questions, but then I was so interested in the first one, then I forgot the second one. I would like to ask Max how often he's going to Russia after this film came to the world, if it's possible, and how safe can feel film producer who make such films. He told us about his previous film about Boris Nemtsov, and now the second one. How you feel safe if you are going to Russia, or if your team members are going to Russia, and your colleagues probably. Which problems do you suit? So did you get the question, or shall I repeat? I just pieces. Can you repeat? Because when I hear the question, they are interrupting. Okay. So the question was, can you still safely travel to Russia as the film's producer and also after you produced the film about Boris Nemtsov? And of course, Askold, the director, is still there. How are they doing? Well, so far we can because, we'll see what's going to happen after the Russian premiere, because right now it's all right. Nothing has happened to any of the people who participated in the movie, the director, my co-producer Masha. But let's see when the word reaches the administration of the president, because it's the most powerful institution in Russia, which works with the with propaganda. We'll see what's gonna happen. And I need to mention that Natasha, Sentsov's cousin, she left Russia. She had to leave Russia, not because she was surveyed, and her phone was eavesdropped, and she felt
She felt like, you know, insecure, and she had to move to Ukraine, and she lives in Kyiv now. So, and hopefully she hopes to relocate the kids and Sinsov's mother to Ukraine too one day. We hope it will happen. Okay. Any more questions for Max? Otherwise, I would suggest to let you go and we continue the conversation over here. Are there any more questions from the audience? Yes, there's one hand in the back. Thank you both. Thank you all for your positions and for your hard work. I wanted to ask Max if we will see the film on YouTube soon. Is it, or is there? What are the ideas how you show the film? I mean, you don't have to tell if it's not secure, but. Well, Max, maybe you can turn off your microphone for a second. I can't understand the question either. Sorry? Can you turn off your microphone for a second? Because there's music coming from your end. There is. Okay. Können Sie die Frage nochmal wiederholen? Also mit YouTube habe ich verstanden. Sure. That was the question, actually. I wanted to thank you and to ask about YouTube, if it's coming there. Thank you. Okay, so first of all, thank you on behalf of this man from the audience for the film and to the team. And also the question is the film going to be available on YouTube? Sorry? Is the film going to be available on YouTube, like widely available? Well, after a while, you know, these festival procedures, like we have to, you know, to show it at film festivals. And after that, it will be available online. We will try to make it available. Okay. I hope it's going to happen soon. Yeah, I think in Russia that has been a very effective measure, like the Navalny videos, whether you're a fan of Navalny or not, but his videos about corruption in Russia of high officials, they have made waves. Well, I can make a confession that there is a very easy legal way in Russia to ban this film on YouTube. What happened, the same thing happened to to one of our previous films, The Term, about the leaders of the Russian opposition, like Ksenia Sobchak, Alexei Navalny, and others. In the trial, we used a lot of footage from the Russian TV channels, and they officially refused to give us permission. But we have a very good European lawyer, and we are like a European film, and he is appealing to the freedom of speech clause, to the to a few more clauses that made this film available in Europe and other countries. But in Russia, they can do that easily. They can like say that we used the footage without permission. Mm. This is it. The YouTube in Russia will close this film. So it's a tightrope dance always around the theater of the KGB, and the courtroom is basically theater as well. They could just forbid it or close it down, but instead there's always this illusion going on. Well, they have a lot of ways to you know, you were talking about the telecom law. When we showed... we had our film, My Friend Boris Nemtsov, in Russia. The Ministry of Culture did give us a permission, a certificate to screen this film. But when we received that, the municipal theaters in Moscow, they received call. A lot of them, you know, the directors of those theaters, they wanted to show the film. But they received calls from the Department of Culture of Moscow saying, no, you're not going to show this film. And this is it. This is how it works. Mm. So. Okay.
If there are no more questions, I would like to thank you very much, Max. Thank you. I have to mention one thing that Germany, thanks to many people, Maria Luisa too, like ranks third in terms of the numbers of screenings of our film. The first is Ukraine, of course. Second is Poland, and Germany is third. Thank you. Okay. Thanks again. Goodbye. Bye-bye. So, dann gehen wir jetzt auf Deutsch über. Ja, mal gucken, wie Geduld die Menschen hier noch haben. Ja, die meisten sind noch da. Also. Also meine Frage für Sie, es gibt jetzt im nächsten Jahr Präsidentschaftswahlen in Russland, es gibt ein paar neue Kandidaten, aber viel Hoffnung gibt es da eigentlich nicht, wenn man ganz ehrlich ist. Und wie findet man in Russland jetzt noch Verbündete? Wie soll man seine Russlandpolitik gestalten, auch in Anbetracht dieses Theaters, was es da dann immer gibt? Es ist unendlich schwierig, die Einschätzung, wie und welches Motive und welche Entscheidungsfindung hinter der Kandidatur von Sobchak sind, wissen wir nicht genau. Es kann sein, dass sie auf dem Plan erschienen ist, als man Nawalny ganz eindeutig zur Seite schieben wollte, was auch eigentlich eine Spaltung des demokratischen oder oppositionellen Lagers ist. Bedeutet, obwohl Nawalny schwierig ist politisch. Ich finde, dass so sehr man diesen großen Mut, den er hat, wirklich sich selbst zu gefährden und er nimmt ja sogar in Kauf, dass sein Bruder, der auch übrigens eine Geisel ist, inhaftiert ist, was schwer auszuhalten ist, wenn man so eine Hypothek hat, aber er ist selber ein Populist und das, was er nach außen trägt, ist für die Bevölkerung eben tatsächlich, wäre auch bei uns so, bedient und erfüllt nochmal diesen Zorn, dass es ihnen nicht gut geht, vielen Menschen geht es nicht gut in Russland und auf der anderen Seite dieser Reichtum akkumuliert wird. Gleichzeitig ist das etwas, was die russische Gesellschaft immer schon gekannt hat. Also es erstaunt sie auch nicht wirklich, aber es gibt schon ein Stück von Empörung. Ob Nawalny wirklich antreten kann zur Wahl, ist ganz offen. Ich denke eher nicht. Und dann macht sich eine Kandidatin, die dann quasi auf dem Zettel steht, aber vollkommen machtpolitisch vollkommen unerheblich ist, macht sich ja gar nicht schlecht, wieder in der Außenwirkung. Sie ist bis jetzt, wenn ich nicht falsch liege, die einzige Kandidatin, die gesagt hat, völkerrechtlich gesehen gehört die Krim zu Ukraine. Ja, das ist wirklich erstaunlich. Das muss man wirklich hervorheben, weil tatsächlich die Propaganda so extrem die Köpfe der Menschen vergiftet hat und dabei ganz offensichtlich ansetzen kann, doch bei einem tiefen emotionalen Gefühl, dass die Krim etwas mit Russland zu tun hat. Die Ukraine ist richtig ein No-No. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass dieser Sentsov-Film ein Exempel statuieren soll, dass vollkommen klar ist, dass es in Bezug auf die Ukraine überhaupt keine Debatte gibt. Und ich weiß, dass die Bürgerrechtler Memorial zum Beispiel, die sich entschieden haben in einer Vorstandsdebatte, nach außen zu gehen und die Annexion der Krim als Erklärung von Memorial für unrechtmäßig zu erklären, dass die Isolierung, die Selbstisolierung innerhalb der russischen Gesellschaft für Memorial darüber
größer geworden ist und es gibt in einem Teil dieser russisch-oppositionellen Kreise, seien sie im Exil, aber auch drinnen, eine Entscheidung zu sagen, über die Krim reden wir nicht, weil damit isolieren wir uns so weit von einer breiten Stimmung in der Bevölkerung, dass wir dann überhaupt keinen Fuß mehr auf den Boden kriegen. Wir kriegen sowieso keinen Fuß auf den Boden. Also im Grunde genommen ist die Entscheidung über die Präsidentschaftswahl gefallen. Die Frage ist, ob es nochmal ein Window of Opportunity gibt bis zu dieser Präsidentschaftswahl, zum Beispiel in einzelnen Fällen etwas zu erreichen. Meine Vorstellung ist vielleicht in Zusammenhang mit der Fußball-WM. Allerdings sind jetzt schon wieder Gesetze in der Schublade, die mir eher den Eindruck geben, im Augenblick gibt es überhaupt keine Scheu, noch auch den nächsten repressiven Schritt zu tun. Es ist im Föderationsrat ein Gesetzentwurf in der Kommission, der sich befasst mit der Figur der Einmischung in innere Angelegenheiten und noch mal einen Schritt weiter geht als das, was wir jetzt hatten. Wir hatten den Zwang, sich selbst als ausländische Agenten zu erklären, wenn Geld und finanzielle Unterstützung von außen kamen. Wir hatten dann das Gesetz über unerwünschte Institutionen. Und der dritte und nächste Schritt wird sein, dass definiert wird das Verbot der Einmischung in innere Angelegenheiten. Und das ist ein Begriff, der bekannt ist, auch wiederum aus alten Sowjetzeiten, aus kommenden Zeiten der Komintern sogar. Und der, wenn man das sich genau anguckt und diesen Gesetzesvorschlag sich anschaut, der alle Schleusen öffnet, dass jeder NGO gesagt und vorgeworfen werden kann, dass sie hiermit im Interesse anderer Staaten sich in innere Angelegenheiten einmischt, damit dem Wohl des russischen Staates schadet. Also es wird nochmal die Schwelle abgesenkt für die Repression der Zivilgesellschaft. Und ich glaube, man muss fairerweise sagen, dass natürlich wir nicht von außen das leisten können, was an gesellschaftlicher Bewegung von unten wachsen muss. Was aber nicht heißt, dass uns das nun erlaubt, uns zum Kumpan dieses Regimes zu machen. Und das machen wir uns eben auf unterschiedliche Art und Weise. Ich nenne jetzt mal ein ganz praktisches Beispiel. Wer bilateral den Bau von Nord Stream 2 vorantreibt und damit Gazprom, und dahinter steht der Kreml, zeigt, es ist uns vollkommen egal, was mit der Ukraine passiert, weil es erhöht natürlich den Hebel für die russische Energiepolitik, bilateral seine Geschäfte zu machen. Das ist das, worauf die russische Politik insgesamt abzielt. Nicht mit der Europäischen Union verhandeln, nicht mit mehreren gleichmäßig, sondern immer einen herausbrechen, in diesem Fall also bitteschön Deutschland, wir sorgen dafür nicht nur mit Nord Stream 1, sondern mit Nord Stream 2, dass solche unsicheren Kantonisten wie Polen oder die baltischen Staaten umgangen werden. Und das ist dann nicht Wandel durch Handel im Sinne, dass der Kreml sich wandelt, sondern das ist nichts anderes als ein Geschäft, potenziell zulasten Dritter. Für die Ukraine ist es vollkommen klar, dass die Anfälligkeit der Ukraine für einen möglichen nächsten aggressiven Schritt größer wird. Ganz abgesehen von den 2 Milliarden Transfereinkommen, die die ukrainische Staatskasse zum Teil füllen. Und das ist dann auch eine irre Nummer, rechte Tasche, linke Tasche. Einerseits macht der IWF dann irgendeine Budgethilfe, aber auf der anderen Seite gibt es ein bilaterales Abkommen zwischen Deutschland und Russland, das der ukrainischen Staatskasse 2 Milliarden entzieht. Also
Es gibt ganz praktische Sachen, die gar nicht auf den ersten Blick etwas zu tun haben mit Menschenrechtsfragen wie Oleg Sentsov, die aber sehr wohl, und das müssen wir uns klar machen, mittelbar eine Stabilisierung dieses Regimes bedeuten, in der Art, wie es sich bewegt. Möchte noch jemand sich am Gespräch beteiligen? Gibt es Fragen, Bemerkungen? Gut, dann nutze ich vielleicht einfach noch mal ganz kurz die Gelegenheit. Da ist noch mal eine Frage, ja? Es gibt natürlich nicht die junge Generation genauso wenig wie hier. Es gibt sicherlich ein sehr großes Stadt-Land-Gefälle. Spannend waren zum Beispiel die Kommunalwahlen in Moskau, wo die Wahlbeteiligung, ich glaube, wir haben gerade gestern Abend darüber gesprochen, bei 13% gelegen hat. Also die Bürger von Moskau gehen nicht mehr zur Wahl. Das waren Kommunalwahlen, weil sie das Gefühl haben, das ist eine Show. Und diese niedrige Wahlbeteiligung hat dazu geführt, dass in einigen Bezirken Jabloko und Parnas, dieses Bündnis, richtig abgeräumt haben. So Oppositionsparteien, die eigentlich sehr marginal sind. Eigentlich marginale politische Kräfte. So etwas könnte in St. Petersburg durchaus auch passieren. Auch da gibt es immer noch im Gemeinderat, Stadtrat, Jabloko-Abgeordnete. Machtpolitisch ist das unerheblich. Es gibt sicherlich ein großes Stadt-Land-Gefälle, also die Städte, die auch in ihrer Lebenswelt westlich sind, sind näher dran an der Vorstellung, dass sie doch mit dem Westen was zu tun haben wollen und dass diese eurasischen Fantasien, die Putin eine Zeit lang als eine strategische Perspektive für Russland eröffnet hat, dass das für sie keine offenen Türen bedeutet, sondern im Gegenteil, die Türen eher zugehen. Das würde ich denken. Also es gibt bei den jungen Leuten, wie immer, bei den gut Ausgebildeten, die eben im Internet sind, die nicht ausschließlich vom Fernsehen sich informieren, da gibt es sicherlich ein Gefühl von westlichem Leben. Beginnt bei der Mode, bei der Art, wie man, in welche Lokale man geht, was für Musik man hört. Das ist alles da. Es gibt auch, und das ist dann ja mit dieser Nawalny-Kampagne gegen Medvedev dann auch zum Erstaunen von uns allen in vielen Städten aufgeploppt, nicht nur in Moskau und St. Petersburg, diese Kampagne mit den Sneakern. Ein ziviles Mittel in vielen Städten, wo junge Leute mit den Sneakern auf die Straße gegangen sind und gewedelt haben, weil das Symbol war für diesen exklusiven Reichtum, den Medvedev sich leistet, ganz im Gegensatz zu der scheinbar vermeintlichen Responsibility für die Bevölkerung. Es gab da virale Videos, die waren im Internet und die Resonanz war halt enorm. Also vielleicht kann ich noch kurz daran anknüpfen, die Filmszene in Russland, was dann so mein Gebiet ist, da gibt es durchaus, also jenseits von offiziell staatlich geförderten Großproduktionen, zum Beispiel über die Krim, es gibt eine sehr lebendige Filmszene, es gibt auch eine lebendige Filmclub-Szene. Da reden wir nicht von Riesenzahlen, aber zum Beispiel auch in Städten, nicht nur in Moskau und St. Petersburg, aber gerade auch zum Beispiel in Perm im Uralgebirge oder in Jekaterinburg. Sogar in Irkutsk, überall gibt es Dokumentarfilmfestivals und Kinoclubs, wo Menschen hinkommen, wo sie auch nicht an so feste Regeln gebunden sind und das Interesse ist da, es wird dann auch diskutiert. Also kleine Ansätze von Zivilgesellschaft gibt es überall, gerade auch unter den jungen Menschen. Aber trotzdem herrscht auch dort das Gefühl, wir können die große Politik eh nicht beeinflussen. Also wenn ich vielleicht gerade bei Perm mal sagen darf, Ansätze ist eigentlich nicht das richtige Wort, sondern man müsste sagen Überbleibsel. Ja. Weil Perm ist eine der Städte gewesen, wo es unendlich viel kulturelles und gesellschaftliches Leben gab. Und ich kann mich erinnern, dass vor einigen Jahren der Kulturbeauftragte der Stadt Perm bei uns auflief. Ich habe nämlich eine Mitarbeiterin aus Perm. Und die unbedingt Kulturhauptstadt Europas werden wollten. Die wollten in dieses Kandidatenverfahren rein. Das war eine geniale Idee.
dann haben wir festgestellt, diese verdammte EU hijackt den Begriff der Kulturhauptstadt Europas und es bekommen diesen Titel nur EU, also Städte, die EU-Mitgliedsländer sind oder Kandidatenstatus haben. Das heißt, Perm hatte gar keine Chance. Was ich empörend fand und mir das Hirn eingerannt habe, bei dem natürlich untauglichen Versuch, diese Regularien zu verändern. Aber das war die Zeit, als in Perm eben wirklich auch noch das Menschenrechtsfestival jeden Sommer stattgefunden hat, letztes Jahr abgesagt. Es gab in Perm 36 die einzige übrig gebliebene Gulag-Häftlingsstätte. Als Gedenkstätte, ja. Wo immer sozusagen Events da waren, was selbstverwaltet war, wo vor einigen Jahren der Fidelio von der Oper Perm aufgeführt worden ist, das ist alles nicht mehr da. Ja. Also insofern muss man sagen, es sind noch kleine Überbleibsel da, aber in der Tendenz was die Repression des Staates anlangt, ist einfach die Tendenz zunehmend. Das ist das Drama, mit dem wir es zu tun haben. So, da ich jetzt davon ausgehe, dass wir langsam den Saal hier leer reden, möchte ich ganz kurz noch mal sagen, ich bemühe mich also, dass wir das Thema Krim, was politisch ja schon ganz zur Seite geschoben ist, in Minsk keine Frage mehr, dass wir Krim zumindest im Kopf behalten, dass wir uns nicht verführen lassen zu sagen, die Ukraine, da geht es doch nicht besser zu als unter Janukowitsch, guckt euch doch den Poroschenko an, das hat alles gar keinen Zweck, das ist eine der angelegten Propagandafiguren aus Moskau, die bei uns in verschiedenen Seiten aufgenommen werden, gerne bei der AfD, die ja witzigerweise sich mit Teilen der Linkspartei auf der Krim trifft oder bei Herrn Naryschkin trifft. Darüber muss man noch mal genauer diskutieren, was da eigentlich passiert. Rechts und links treffen sich in der Unterstützung des Kreml. Und dass wir versuchen, mit unseren Möglichkeiten die Kanäle zu nutzen. Und ich glaube, das Netz ist dabei der Hauptkanal. Und deswegen haben wir jetzt noch mal einen Anlauf genommen mit diesem kleinen Zentrum Liberale Moderne und dabei eben mit einer zusätzlichen Website, die heißt Ukraine Verstehen, die ist gestern Nachmittag online gegangen. Wir versuchen mit diesen schmalen Schultern, die wir haben, trotzdem nach Kräften die Kanäle und die Informationskanäle offen zu halten und jeder von Ihnen kann da mitwirken, weil soziale Netzwerke leben davon, dass man teilt, weiterschickt, twittert und auf die Art und Weise jenseits von großen Medien und ohne große Ressourcen die Sache in die eigene Hand nimmt. Und wenn Sie das tun und auch Alek Sentsov damit in der Awareness, in der Bewusstsein halten, dann ist das, was wir im Augenblick tun können. Vielen Dank und vielen Dank, dass Sie da waren. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Und im nächsten Jahr April gibt es wieder das Go East Film Festival in Wiesbaden, wo Russen, Deutschen, Ukrainer, Esten sich alle treffen. Vielen Dank, Marie-Louise Beck, für das schöne Gespräch.